Heute mache ich mit Ihnen einen Blick in die Zukunft, in das Gartenjahr 2025. So viel sei verraten, geht's nach den Pflanzenzüchtern, wird die Welt pink. Und da ist die pinke Welt der Pflanzenzüchter, die wahrscheinlich in vielen Gärtnereien und Gartencentern im kommenden Jahr zu finden sein werden. Und zwar beginnen wir hier bei dieser Pelargonie. Violet, Marcada Violet heißt diese Pelargonie mit einem ganz, ganz kräftigen, ja, Violett oder Pink, das ist immer dann eine Streiterei. Eine Pflanze, die sehr robust ist und zwar ein Mittelding zwischen den aufrecht wachsenden und den hängenden Pelargonien, fast als Bodendecker-Pelargonie zu verwenden, also auch für Beetbepflanzungen soll sie sehr, sehr gut sein. Dann die Fächerblume, wir kennen sie in Blau, hier zwei verschiedene Sorten in Rosa. Blessing Pink heißt die zum Beispiel hier. Die hat ein bisschen kräftigeres Rosa. Eine Pflanze, die ebenfalls extrem robust ist und gerade für die Balkone geeignet ist, wo es sehr heiß ist. Das mag sie. Dann, da vorne steht Calibrachoa und der Name ist super. Bumblebee Hot. Also, da weiß man schon. Bumblebee, das ist die Hummel und diese Pflanze ist ein Magnet für Insekten und fürs Auge natürlich auch wunderschön, weil sie halt viele Blüten hat. Dann, andere Seite, Diamond Frost, den kennen wir, eine Euphorbia, die seit vielen Jahren in den Balkonkisteln zu finden ist, nämlich in Weiß blühend. Und jetzt in einer besonders robusten neuen Züchtung gibt es diese Pflanze in Rosa mit dunklem Laub. Wie sie genau heißen wird, weiß man nicht genau. Flamingo, sagen die einen. Auf jeden Fall eine Pflanze, die es wert ist, im kommenden Jahr gekauft zu werden. Über Sonnenhut haben wir schon oft gesprochen. Das hier ist eine große Neuheit und man sieht schon vom Wuchs her völlig anders wie der bisherige Sonnenhut. Viel, viel kompakter und Blüten über Blüten. Alles Abgeblühte immer wegschneiden und dann kommen von unten neue Blüten heraus und der blüht wirklich bis spät in den Herbst hinein. So, wir bleiben noch bei Pink. Pink, ein bisschen gemischt mit Weiß. Nelken sind seit vielen Jahren wieder absolut im Trend, waren einmal völlig out. Ältere Semester können sich erinnern, früher war die Nelke die Schnittblume, dann gab es keine Nelken mehr und seit etwa 7 bis 10 Jahren kommen sie in vielen verschiedenen Varianten, vor allem als Topfnelken. Diese hier mit den kleinen Blüten heißt Tasha Pink. Daneben Sinclair Magenta, besonders robust, besonders viele Blüten und ebenfalls interessant, weil die Blüte halt noch kräftiger ist, eine Mischung aus Violett oder Rosa und Weiß, Crema Rena heißt diese Sorte. So, wir wechseln die Farbe. Ein bisschen was anderes gibt es auch. Da vorne ist eine Coreopsis. Sunshine heißt diese Pflanze und hat einen, ich sage wahrscheinlich, einen wirklichen Magneten für Bienen eingebaut. Allein beim Hertragen sind schon die ersten Hummeln gekommen. Da fliegt schon wieder eine herum. Die mögen das. Und jetzt noch ein Blick in den Gemüsegarten. Und da gibt es auch viele Neuheiten. Eine Erdbeer- oder Herztomate. So wird sie genannt. Und jetzt kommt's, warum es so interessant ist. Das ist die Blüten- oder Fruchtrispe. Ja, ich sage einmal über 1 Meter lang. Alles schon abgeerntet. Immer wieder neue Früchte, neue Früchte. Die wird es im kommenden Jahr auch geben. Also viele Neuheiten, die jetzt präsentiert werden, damit es im kommenden Jahr in unseren Gärten wieder blüht. Viel Spaß beim Garteln.